grüß euch. Heute mal was ganz Neues von mir, ein 360-Grad-Video, aufgenommen mit meiner neuen Samsung hier. An der Stelle, danke Schatz, dass ich es durfte. Hier drüben und um uns rum, ihr seht es, wir sind mitten in den Alpen, in der Zugspitzregion. Ich werde heute versuchen, ein Timelapse aufzunehmen vom Alpenglühen. Wer mir folgt und wer meine Kanäle auf YouTube und Vimeo und Facebook und wie das alles heißt kennt, weiß, dass ich das Anfang des Jahres schon mal gemacht habe. Auch da war ich auf einer Dienstreise hier in der Gegend. Allerdings war hier noch alles weiß. Jetzt bunte Blumen allenthalben. Ein Heiliger, der auf uns aufpasst. Insofern freue ich mich nachher, mit euch das Video gemeinsam angucken zu können. Und wenn es euch gefällt, zeigt es, glaube ich, unten, also da unten, in eurem Computer unten, ist so ein Daumen. Zeigt es, teilt es, erzählt anderen davon und wenn ihr selber sowas macht, verlinkt euch bitte. Ich gucke mir gerne das an. Ich versuche das gerade, ich lerne das gerade. In dem Sinne, wir sehen uns. Viel Spaß und bis dann. Ein Stück des Weges habt ihr mich begleitet. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt also von da irgendwo schräg oben. Die Kirche hat, wie ich sagte, 19 Uhr geschlagen. Und ihr seht hier hinter mir ein wunderschönes Panorama. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so schön. Das ist beim 360-Grad-Video tatsächlich ein wichtiger Moment. Weil wenn ihr euch jetzt umdreht, entweder mit einer VR-Brille oder halt mit dem Mauszeiger, dann seht ihr hier hinten Gleise. Das sind die Gleise der Zugspitzbahn, die hier mit Garmisch-Partenkirchen und Greinau die Zugspitzorte verbindet und genau bis zur Zugspitz-Seilbahn fährt, die hier hinten hochführt, weil wir sind hier in der Zugspitzregion. Ganz wichtig also bei so einem bei der Standortwahl bei einem 360-Grad-Video sind Schienen im Hintergrund nicht gut. Die Bank unter mir, ihr könnt nach unten scrollen, dann seht ihr das, ist mein Fixierpunkt. Ich habe das Einbeinstativ mitgenommen und habe zum Fixieren an der Bank wiederum mein kleines Magnetfußstativ mitgenommen, weil man das so wunderbar verbiegen kann. Damit kann ich hier an allen möglichen Orten die Kamera fixieren. Weiterer Vorteil dieses Stativs ist, dass ich einen kleinen Viertelzollfuß drin habe, sodass ich die Kamera, die Samsung G360, die 2016er Version, die ich nutze, auch entsprechend festschrauben kann. Ich wünsche euch jetzt weiter viel Spaß. Wir gehen noch ein Stück den Weg hoch und mal gucken, ob wir einen besseren Ort finden. Kommt doch einfach wieder mit. Ich habe einen neuen Ort gefunden. Der morbide Charme eines Friedhofs im Hintergrund. Ihr müsst euch jetzt wieder mit dem Mauszeiger bewegen. Hier hinter mir diese wunderschöne Wiese. Wir sehen wieder die Kirche. Wir sehen, wie die Leute da runterkommen. Ist ein möglicher Ort. Ich finde nur einen Friedhof in einem Timelapse. Da ist so wenig Bewegung drin, ihr versteht, was ich meine. Ansonsten sieht der Friedhof natürlich wunderschön aus mit den vielen geschnitzten Holzkreuzen und diesem wunderbaren Panorama im Hintergrund. Also, die Suche geht weiter. Hört ihr das? Das sind die Alpen. Das hört ihr natürlich nicht. Die seht ihr, wenn ihr euch umdreht. Ihr müsst dieses Video mit dem Mauszeiger so drehen, genau. Dann seht ihr da hinten wunderschön die Alpen, die heute hoffentlich ein wunderschönes Alpenglühen abgeben. Wir haben hier auf der anderen Seite noch mehr Alpen. Also wir sind von den Alpen umgeben. Wir haben hier diese wunderschöne Kirche, die auch jetzt 19.17 Uhr ungefähr anzeigt. Und ich hoffe, es gefällt euch, was wir nachher hier sehen werden, wird ein Timelapse sein. Wie gesagt, wie wir es jetzt auf dem Weg hierher schon hatten. Und wir werden dieses Panorama einfach nutzen und hoffen, dass die Sonne es heute gut mit uns meint. Im Moment sieht es ganz gut aus. Auf der Seite gibt es ein paar Wolken. Und ich wünsche euch dann viel Spaß. Ich werde die ganze Zeit irgendwie daneben sitzen oder mich rumtummeln. Vielleicht lehne ich mich auch einfach an den Lindenbaum hier nebenan. Dann seht ihr mich mal, wie ich mich entspanne, während ich mit dem Handy rumdaddle.
Und euch dann viel Spaß bei dem Timeless-Video. Und das Zugspitzrestaurant, dem sei empfohlen, Montag und Dienstag Ruhetag nicht zu machen, wenn ich in der Gegend bin. Der Bierumsatz könnte deutlich steigen. Sollte euch das Video gefallen oder das, was ihr hier seht, gefallen, lasst es mich unten wissen in der Kommentarzelle. Teilt es, liked es, was auch immer. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es mich auch wissen. Schreibt mir bitte eine Nachricht, was euch nicht gefallen hat, weil ich lerne auch dazu. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei unserem Timelapse-Video vom Sonnenuntergang vom sogenannten Alpenglühen, heute in der 360-Grad-Version. Bis dahin, macht's gut, ich melde mich im Anschluss nochmal, wenn ich das Ding fertig habe. Schön rot fast, gell? Das nennt man das sogenannte Alpenglühen. Das war es jetzt also gewesen. Während hier hinten, während hier hinten noch die wunderbaren Schlachten, die Kirche, in der Kirche vorbeischummeln werden, werde ich etwas essen, etwas trinken und dann sicherlich auch die ersten Schnitte an diesem Video machen. Und mir hat es insofern viel Spaß gemacht, dass ich lernen durfte, dass 3 Tage vor Christi Himmelfahrt sogenannte Bittgänge hier in diesen Gegenden passieren. Das war die Prozession, die ja einmal durchs Bild marschiert ist, wo dann die Leute hinterher gestanden haben und kurz in die Kamera geguckt haben, auch länger. Das fand ich ganz toll, das fand ich sehr interessant. Ich konnte mich auch mit den Leuten unterhalten, das gefällt mir immer, wenn ich etwas lerne aus einer Region, wo ich unterwegs bin. Sollte euch das, was ihr hier gesehen habt, gefallen haben, nochmal die Bitte unten ins Kommentarfeld mal einschreiben. Unten ist jetzt hier nicht gemeint, unten im Video, also hier, sondern unten ist eher gemeint im Facebook oder bei YouTube oder bei Vimeo, da könnt ihr überall kommentieren, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen gefallen hat und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Das wird nicht das letzte Video und das letzte Timeless-Video dieser Art gewesen sein. Ich werde zusehen, dass ich das noch öfter mache und jetzt haben wir es genau. 20.45 Uhr und das bestätigt mir, dass in wenigen Minuten auch die blaue Stunde endet, das ist dann die Zeit, wo die Sonne im Grunde schon hinterm Horizont untergegangen ist und der Blauanteil im Licht viel größer wird. Das hat was für die Langzeitbelichtung, ist das immer die schönste Zeit. Das mache ich mit der Kamera nicht, dazu habe ich eine andere Kamera, das wisst ihr. Die mich kennen, mit der werde ich weiter Timeless machen, werde ich lustige 360 Grad Filme und Bilder machen. In dem Sinne wünsche ich euch heute einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder einen schönen Vormittag oder einen schönen Nachmittag. Ich weiß nicht, wann ihr es euch anguckt, aber ihr könnt es mir mal verraten. In dem Sinne, macht's gut, viel Spaß und immer schön anständig bleiben vor dem Haus Gottes.